Tag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Spieler Karrieremodus. Wir sind heute wieder mal am Start. Gegen Oxford United geht es gegen die Bullen oder eher Ochsen wahrscheinlich, denn es ist ja Oxford und das Ganze mit Luton Town in der Startaufstellung mit Tyler, Connolly, Franks, Wilkins und Griffith, Rooney, Drury, Doyle, Howells und Guthridge. Das heißt, wir wieder lustig werden auf jeden Fall, denn wir sind immer noch, nicht unbedingt der beste Spieler auf der Welt, muss man dazu sagen. Wir haben die 3 Sterne-Skills, wir haben die 66 Balltechnik, wir haben die 72 Physis, aber das ist doch alles nicht so ganz so toll. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze besser wird, natürlich in dieser Episode mal wieder. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen und ich würde sagen, wir steigen ein ins Spiel. Wir wollen wieder unsere Tore erzielen und dann sehen wir uns gleich wieder sofort bei der ersten guten Chance. Erster Ballbesitz über mich und ich gehe direkt mal los und vorne in 16er rein, da ist jetzt noch Mullins im Weg und der ist zu schnell. Den habe ich nicht gut genug beachtet, nicht genug, sondern genug. Vielleicht kriegen wir den Ball gleich nochmal wieder. Jetzt hier, zack, zugespielt. War nicht so gut der Pass, weil er direkt in den Fuß war. Jetzt aber nochmal der Doppelpass, auch nicht direkt in den Fuß. Ja, das war jetzt wieder blöd, aber wir kriegen den Eckball raus. Schon mal nicht schlecht die Anfangsphase. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den Ball jetzt in der Mitte zugespielt. Da gehen wir wieder auf den Elfmeterpunkt, wie wir es immer so schön machen. Ecke kommt auch rein, aber nicht wirklich platziert. Und da ist es 1:0, weil unser Keeper mal wieder richtig schön scheiße spielt. Ja. Wer hat's gemacht? Hoskins? Ich glaube schon. Ja, müsste er gewesen sein. Verteidigung steht richtig schlecht und Torwart, naja. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ich gewinne nicht mal ein Kopfballduell. Bisher ist es absolut nicht mein Spiel. Ich bin überhaupt nicht drin in der Partie. Zwar spielen meine Mitspieler auch absoluten Bullshit mal wieder sich zusammen und spielen absolut auch nicht nach vorne oder sowas. Aber trotz dessen sollte man erwarten, dass ich irgendwie mal einen Zweikampf gewinne. Aber nicht mal dazu kommt es, auch wenn der Ball wirklich nie in meiner Nähe ist. Oder ich verliere mal wieder das Kopfballduell, wie hier jetzt gerade. Das war eine klasse Aktion. Ein guter Sprung auf jeden Fall. Es wäre das 2:0 gewesen, es wäre wieder nach der Ecke gewesen und wieder, weil unser Torwart einfach inkompetent und blöd ist. Ah, Gott, ey. Ich bräuchte hier einen Lukas im Tor. Naja, ein Lukas. Das war nicht Lukas Kruse, nee, nee. Mein Lukas. Der ist nämlich ein guter Torwart, im Gegensatz zu der Pfeife da. Geht doch mal drauf, Jungs. Oh Gott, Alter, die lassen die hier spielen. Das gibt's gar nicht. Ich stehe nicht vorne. Ich stehe einfach nicht vorne. Eine 5,5er Bewertung. Bei mir läuft auf jeden Fall. Ich glaube, wir stehen nur noch auf Defensiv, was alles andere als gut ist. Vielleicht mal eine Chance. Ah, Mann, da kommt wieder so eine Ballannahme. Warum kann ich den Ball nicht richtig kontrollieren? Das ist doch scheiße hier. Meine Güte nochmal. Das kann ich echt in Realität besser. Und da bin ich nicht Profifußballer bei Luton Town. Okay, das ist auch kein Profifußballer, sondern eher noch Halbamateur. Aber trotzdem. Meine Güte nochmal. Jetzt geht mal einer drauf da. Brillant. So, Konter. Zack. Keiner läuft mit. Hammer. Ja, biete dich an, wenn du keinen Freiraum hast. Das ist ideal. Laufe ich dumm in den Gegner rein. Aber was soll ich auch machen, wenn er sich nicht frei läuft? Ich meine ganz ehrlich jetzt mal. So, jetzt nochmal hier. Zack. Komm, jetzt. Der das war nicht auf ihn gedacht. Mensch, ey. Ich drücke den Balken so 2 Meter durch und dann spielt er den kurzen. Er springt dazwischen. Oh, wie blöd kann man eigentlich sein, ey. Ich habe echt die inkompetentesten Teammitglieder und ich merke es jedes Spiel wie... Da. Oh Gott! Ein Abstoß, der ankommt, das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt die Chance nochmal. Okay, doch nicht. Aber vielleicht. Na, er verkackt es. Er verkackt es hundertprozentig. Ich sag's euch. Oh, nee, er spielt einen guten Pass. Die Flanke kommt. Ich bin da, ich bin da, ich komme nicht ran. Egal. Noch sind wir am Ball. Komm, nochmal einen Angriff eingeleitet. Ich habe übrigens keine Anzeige mehr, wie viel Bewertung ich habe. Und habe mich verletzt. Ich bin ehrlich gesagt relativ froh darüber. Rooney hat das ganz toll gemacht. War wunderbar, die Leistung. Ganz ehrlich, das war offensiv einer der schlechtesten Spieler, die ich je gesehen habe. Und ich werde Gott sei Dank ausgewechselt. Restliche Zeit simulieren. Hoffentlich nur 3:0 verloren. Ah, ja, ja, ja. Das war echt wieder ein richtiges, schönes Spiel auf jeden Fall. Mann, Mann, Mann. So, wir haben mal gespielt. Steht da nicht. Steht denn das mal? Hier, Saison. Wir haben verloren. Boah, hier, zeig doch mal hier. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich das anzeigen kann. Tabellen, Tabellen ist richtig. Nee, für Begegnung. Nicht auf LK. Football League 2. 1:0 verloren. Das ist ja. Das war ein 1:0 Sieg. Plymouth haben wir gespielt.
2-0 gegen Brighton gewonnen mit Doppelpack und 2-0 gewonnen gegen Hartlepool und 3-0 gegen Oxford. Jawohl, habe ich es ja gesagt. Egal, wir simulieren weiter zum nächsten Spiel. Gegen, oh Gott, das ist, ach, haben wir gerade gesehen, ne? Preston, genau, Preston North End. Ja, Startformation, ich freue mich. So, viel Spaß und bis zur ersten Szene. Unser Ziel ist es natürlich übrigens jetzt hier zu gewinnen und mal wieder ein gutes Spiel abzuliefern. Ob das klappt, ist jetzt die andere Frage. Ich glaube, Preston ist sogar eine Liga über uns. Und wenn wir schon so beginnen, dann wird das hier definitiv nix. Klasse Pass. Oh, da springe ich über die Grätsche, gehen in den 16er, der Wackler, der schon... Dieser Weakfoot, ne? Oh mein Gott. Erste Ecke der Partie rausgeholt. Wir gehen wieder an den Elfmeterpunkt, wie immer. Da laufen sie mit. Die Ecke kommt trotzdem auf mich. Der Kopfball, das ist nicht das Tor. Jetzt schon zwei Großchancen, ne? Nach 10 Minuten und beide nicht drin. Was ist denn hier wieder los? Ich habe auch keine Körperstärke, ne? Fällt mir gerade mal so auf wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt. Normalerweise, ich bin 1,86 groß oder sowas. Ich sollte Körperstärke bis nach Meppen haben. Habe aber keine. Guckt euch an, wie viele Leute sich freilaufen. Das gibt es gar nicht. So, wieder über die Gerätsche gesprungen. Richtung 16er. Da steht einer im Weg. Den überlaufe ich. Es gibt einen Freistoß. Das ist trotzdem bisher nichts Halbes und nichts Ganzes mal wieder. Aber vielleicht mit einem Freistoß. Ich habe keine Freistoßpräzision. Mal reinmachen kann ich ihn ja trotzdem. Schöne Animation. Der war wieder nicht schlecht. Die dritte gute Chance, aber wieder ist er nicht drin. Das ist heute nicht gut. Was war das für ein Pass wieder? Also das ist echt ein Graus. Ihr seht es selber. Ich will einfach zurück nach Hannover. Ich will zurück zu irgendeinem Zweitliga-Verein oder sowas. Ich hätte nach Aarau gehen sollen. Ich hatte doch, glaube ich, ein Angebot von Aarau oder von 120 anderen Vereinen. Hab die nicht angenommen und bin dann im Endeffekt zu Luton Town gegangen. Das war der größte Fehler meiner Karriere. Die ist gerade mal ein halbes Jahr alt, nicht mal mehr. Aber trotzdem war es der größte Fehler. Nein, doch nicht auf mich. Ich verlängere. Komm. Da ist einer. Er schießt. Er ist nicht drin, aber es war mal ein Torschuss von einem anderen als mir, das ist schon mal geil. 87% Passgenauigkeit bei Rooney, das kann eigentlich gar nicht sein, das ist eigentlich ein Witz, aber okay. Komm wieder nach vorne, nicht so hoch, spiel nur einfach flach. Aber unser hier, der Kollege da oben, ne? Ich habe sogar wieder einen Ball verloren, aber das ist jetzt mal egal, der Kollege da oben, der gefällt mir, der mit den schwarzen Handschuhen. Der spielt gut bisher, also er ist der Einzige in der Mannschaft, aber das ist egal. Okay, wie heißt, oh Gott, was war das denn für ein Pass, ich wollte den schwarzen Kollegen anspielen. Also was heißt schwarz, schwarzen Handschuhkollegen. Oh, da kommt das Solo. Mit rechts der Abschluss. Schließ doch einfach mal mit rechts ab. Wow. 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 Das wäre wieder so typisch gewesen. Das war die erste Chance übrigens. Und unsere Verteidigung ist wieder... Oh, wir spielen auf Offensiv. Eieiei, was ist denn hier los? So, zweimal den Ball erobert. Was bringt mir? Gar nichts, weil es läuft ja keiner mit. Jetzt einer in der Mitte. Der Pass kommt aber scheiße, weil ich kein Linksfuß bin. Warum spiele ich linker Stürmer? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kommt Jungs nach vorne. Jetzt die Flanke in der Mitte. Die Flanke. Da bin ich. Ich komme nicht ran. Egal. Nochmal der Ball. Komm hier auf außen. Das ist nicht außen, aber okay. Fake Shot. Schuss mit rechts. Ah, mach ihn doch rein, Rooney. Du reagierst aber auf die letzte Flachpfeife. Ey, das ist jedes Mal das Gleiche. Ich bin so gut drauf hier. Also, was heißt so gut drauf? Ich bin der Einzige, der hier irgendwie mal aufs Tor schießt. Ja, wenn er mal aufs Tor kommt und der Tor... Oh mein Gott, das war das schlechteste Verteidiger aller Zeiten von unserem grauhaarigen Verteidiger. Aber wenn er mal aufs Tor kommt, wisst ihr, dann Ball abprallt und der da steht, dann hat er eine Reaktion, hier irgendwie mal hinzugehen. Nein, er bleibt stehen und guckt blöd. Okay, das war schon mal. Ja, nee, okay. Okay, jetzt, schick mich. Wunderbar. Frei vom Tor. Das war jetzt nicht mein Ernst, oder? Okay, jetzt aber. Ja, bitte. Ja! 90. Minute! Das wurde aber auch Zeit, Alter. Meine Güte nochmal. Ja, Rooney, da freust du dich, wa? Boah! Weißt du, der Finesse-Schuss wieder platziert bis zum geht nicht mehr. Und zum Glück kann ich dann den Kopfball irgendwie noch aufs Tor bringen. Das wäre auch traurig gewesen sonst. Und bei Elka gibt es ein Rückspiel. Das heißt, es hätte ein Rückspiel gegeben. So habe ich eine 9,0er Bewertung, die ja sofort abfällt und wahrscheinlich in den letzten 5 Minuten der Nachspielzeit nochmal auf minus 12 abfallen wird. Aber das ist ja erstmal egal. 8,5 wieder schon. Ne? Das ist ja 8,4. Ich falle bestätigt. Und es gibt nochmal eine Ecke. Oh nein, wie ich das befürchtet habe, ne? Und ist Taylor... Oh, Taylor ist da. Jetzt hier außen.
wieder scheiße gespielt. Aber egal, ist vorbei. Ist vorbei. 1-0 Sieg durch meine Bude. So wie sie das gehört. Der MGT hat wieder mal genetzt. Ist der einzige in seinem Verein, der irgendwas drauf hat. Und dementsprechend gewinnen wir das Spielchen hier. Mal sehen, was wir für eine Bewertung haben. 7,6. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich habe zwar noch minus 1,4 bekommen. Im Endeffekt jetzt nach dem Tor, aber von mir aus. Wichtige Dribblings 1. Ich habe mehrere gehabt, aber die Bälle nicht reingemacht. Ja, Thorsten Stuckmann. Also auf jeden Fall ein Deutsch-Engländer, keine Frage. Ja, der Sieg war auf jeden Fall verdient. Und wir sind in der nächsten Runde des FA Cups. Mal gehen. Gegen wen wir da spielen werden und ob ich dann überhaupt noch da sein werde. Aber das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Außer jetzt kommt ein Spiel, was ich simulieren werde. Sieht aber nicht so aus. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.